meine Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich glaube, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Es ist noch sehr, sehr früh am Morgen. Ich habe auch mein Kaba bereitstehen. Denn es ist Sonntag in der Früh und ich wollte euch heute die neuen Produkte zeigen von Stampin' Up, die wir im Center Stage und im On Stage bekommen haben. Ich war in München. Und es ist deswegen so früh, weil heute ist eigentlich Familientag. Und deswegen bin ich ganz früh aufgestanden, dass ich euch die Produkte noch zeigen kann, aber dass keine Zeit von meiner Familie drauf geht sozusagen. Ja, und ich war eh schon wach und deswegen mache ich das jetzt einfach gleich. Und als erstes möchte ich euch natürlich den neuen Katalog zeigen. Ihr seht da wunderschöne neue Produkte drauf. Ich hoffe, das spiegelt nicht so. Hier oben so eher im maritimen Look. Eine ganz tolle Produktreihe. Und hier unten die Magnolien. Das ist tatsächlich also eins meiner Favoriten. Die finde ich wunderschön. Und da gibt es ganz tolle Produkte, die man auch schön kolorieren kann. Und wunderschönes Papier. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Der Katalog ist gültig ab dem, ich spick mal schnell, von 4. Juni 2019 bis 2. Juni 2020. Und bis jetzt war es eigentlich immer so, dass wir Demonstratoren, die auf dem Onstage waren, die Möglichkeit hatten, schon Produkte vorzubestellen. Das ist dieses Jahr leider nicht möglich, weil noch ziemlich viel Ware am Zoll festhängt. Und deswegen zeige ich euch einfach, was wir so bekommen haben auf der Veranstaltung, damit ihr schon einen kleinen Eindruck bekommt, was es Neues gibt an Produkten. Und nächste Woche möchte ich euch dann meine wundervollen Swaps zeigen, meine Team-Swaps und meine anderen Swaps, also das sind die Tauschprodukte. Und da müsst ihr unbedingt reinschauen, weil das sind so tolle Sachen. Also ich bin immer noch total begeistert. Ich habe es mir gestern Abend nochmal kurz angeschaut und da sind so schöne Sachen dabei. Also nächste Woche auf gar keinen Fall das Video verpassen, das ist ganz toll. Okay, und jetzt legen wir mal los. Mal ein bisschen Platz. Also ich starte jetzt hier einfach mal mit der Tasche. Wenn man sich anmeldet, bekommt man immer so eine Tasche und die hat jedes Jahr ein anderes Design. Also ich war erst einmal auf einem anderen Onstage, aber das sind halt immer unterschiedliche Designs. Und das Tolle an dieser Tasche ist, erstens, die schaut wirklich cool aus und das mit der Farbe finde ich total, ich mag die Farbe total gerne und sie ist super einsetzbar und kombinierbar mit jeder Klamotte. Und was ganz toll ist, dass sie ganz viele Fächer hat. Ich liebe Taschen mit vielen Fächern, da kann man es ordentlich halten und das ist natürlich super. Also die Tasche ist schon mal ganz toll. Und in der Tasche drin waren ein paar Sachen, die zeige ich euch jetzt gleich. Ich packe sie nur mal kurz auf die Seite. Genau, und in der Tasche ist einmal unser Namensschild mit den Aufklebern und die Price Patrol Nummer. Das heißt, man bekommt eine Nummer und bekommt dann im Laufe des Tages ein Stempelset ausgelost und natürlich unsere Bastelwerkstattbande Button habe ich hingemacht, wie ich den verpackt habe für meine Mädels, das habe ich euch gestern aufgenommen. Das verlinke ich euch jetzt hier oben mit einer kleinen total schönen Verpackung, also könnt ihr gerne das Video dazu anschauen. Und dann war drin dieses neue Stempelset Gänseblümchenglück. Das ist ziemlich schön, passend natürlich zu unserer Gänseblümchenstanze, die wir schon haben im Sortiment. Die wird es auch noch in der Nummer kleiner geben, damit dieser Stempel hier passt. Und es leitet schon ein bisschen den Frühling ein, finde ich. Also die Gänseblümchen draußen, die sprießen ja schon wunderbar und ist ganz hübsch, dass man das dann, ja, kann man schon ein bisschen frühlingshaft basteln. Dann war drin ein großer Block. Ich liebe Blocks mit liniert und gepunktet. Einfach cool. Ich brauche immer Blocks, also Blocks gehen bei mir immer. Und dann waren noch so Registerkarten drin, so eine Registermappe. Auch in verschiedenen Designs. Die Vögelchen seht ihr schon, die wird es als Stempel auf jeden Fall geben. Und hier natürlich diese wunderschönen Magnolien, also ja, ganz toll. Dann fange ich jetzt mal mit dem Center Stage an. Also das Center Stage ist am Freitag. Eine Veranstaltung für Demonstratoren, die ab Elite Silber, also ab einem bisschen höheren Titel, die bekommen dann noch so eine kleine Zusatzschulung. Und da haben wir auch ein bisschen was bekommen, und zwar ja, so den kleinen Block
Das ist wirklich ganz dünn. Also. Aber wir haben da eine ganz tolle kleine Tasche bekommen. Kann man auch als so Beauty Case verwenden oder als Clutch. Hat auch viele Fächer. Hier an der Seite auch. Können wir theoretisch auch als großen Geldbeutel verwenden. Aber eher als Tasche, glaube ich. Hier vorne steht auch Stampin' Up drauf. Finde ich eine wunderschöne Farbe. Und wir haben noch bekommen dieses tolle Etikett, das heißt zeitloses Etikett. Und das finde ich total schön. Also ich bin ja totaler Fan von Stanzen und von Etiketten sowieso. Und das finde ich super, weil die hätte ich mir bestimmt gekauft. Und ja, das war so die Unterlage, die da eben lag. Damit seht ihr auch schon die Magnolien, die sind einfach schön. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Samstag, also zum Onstage direkt. Und da lagen solche Klemmbretter auf dem Tisch und ein Spiel konnte man da eben machen. Und da zeige ich euch jetzt mal erstmal die Produktsets, die wir als Kartenbastelmaterial bekommen haben. Ich muss leider sagen, ich bin fast gar nicht zum Basteln gekommen, aber ich möchte sie euch trotzdem zeigen, weil ihr darauf schon neue Produkte seht. Ich habe auch versucht, da noch die Stempel nachzustempeln, aber es hat von der Zeit einfach nicht gereicht. Aber ich finde diesen Stempel total schön. Also das ist die Karte, die Kartenidee. Und da seht ihr diesen maritimen Look. Und ich finde den Stempel, der wirkt richtig total echt und wunderschön. Also finde ich eine ganz coole Karte. Und ich werde sie jetzt versuchen, ein bisschen anders nachzubasteln. Einfach mit den Produkten, die ich jetzt da habe. Dann wird es ein ganz cooles Set geben, so ein Paper Pumpkin Set. Das heißt, muss ich mal auspacken, so ein Set, das eben mehrere vorgefertigte Karten schon beinhaltet und die man dann nur noch zusammenbauen muss. Dazu habe ich auch das Stempelset bekommen. Einen Moment, das muss ich mir nur schnell und mein Chaos zusammensuchen. Also hier ist das Stempelset dazu mit vielen Dank. So dankbar an jemand Wunderbaren und für dich und Gruß. Das vielen Dank ist sehr ähnlich wie das, was ich drauf gestempelt habe, aber ich habe das da erst danach entdeckt, das Stempelset. Also genau. Also so ähnlich schauen dann die Karten aus. Wir haben auch nur dieses Produkt bekommen oder gesehen und sind da ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Und dann kommen eben noch die anderen Karten. Hier ist auch ein wunderschöner Stempel im Hintergrund und ihr seht auch schon ein bisschen von dem neuen Papier. Das ist das Papier dazu. Dieser tolle Stempelabdruck. Und ja, leider habe ich es eben noch nicht zusammengebaut. Ihr seht jetzt hier die Blüten drauf. Und dazu gibt es eine tolle Dreierstanze. Diese hier, die habe ich auch mir aussuchen dürfen. Danach dann mit den ganzen Produkten, wo wir arbeiten, dürfen wir uns das danach aussuchen. Also oder gucken, was man bekommt sozusagen. Und genau, für diese Blüte habe ich eben die Stanze. Wenn ich jetzt noch dazu komme, würde ich euch die Karten basteln und würde euch dann meine Varianten daraus zeigen. Aber das sind die Vorschläge eben, die Stampin' Up! Uns gegeben hat. Dann kommen wir zu den Vögelchen. Da habe ich auch einmal das neue Papier und auch den schönen Stempel. Und hier ist die Kartenidee. Also ihr seht auch hier ein schönes neues Schleifenband, Spitzenband. Und man kann hier auch ganz wunderbar kolorieren. Das letzte Set ist ein relativ buntes Set und hat sehr viele Bastelelemente im ganzen Set enthalten. Und hier ist die Kartenidee dazu. Genau, also viel mit Schere, Kleber, Bänder und so weiter sind in diesem Set enthalten. Genau. Die Stanze habe ich euch schon gezeigt und mein Stempelset, das ich mir ausgesucht habe. Und dann habe ich noch bei der Price Patrol, bei diesem Button mit dieser Nummer, habe ich dieses Stempelset gewonnen. Oder, genau. Mit ziemlich vielen Sprüchen drauf. Ich bin gespannt, was ich damit machen werde, weil das sind auch Sprüche drauf, wo ich jetzt noch keine Verwendung dafür habe. Zum Beispiel, dafür gibt es keine richtige Karte. Vielleicht kann ich den irgendwie cool einbauen, den Spruch, aber genau. Ansonsten, ich habe beim Universum eine extra Portion Glück für dich bestellt. Finde ich eigentlich ganz süß. Alles wird gut, kann man auch sehr gut einsetzen.
Und ja, mir fehlen die Worte. Kann man natürlich auch ganz positiv ausdrücken. Und es tut mir so leid, braucht man vielleicht auch manchmal. Oder ich hab dich lieb. Ist einfach wunderschön, kann man auch immer einsetzen. Ich muss einen kurzen Schluck trinken. Ich habe irgendwie noch keine richtige Stimme heute. Und dann möchte ich euch noch dieses wunderschöne Designerpapier zeigen, das wir bekommen haben. Das heißt besonderes Designerpapier, märchenhaftes Mosaik. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also das, finde ich, kommt auch im Katalog wahrscheinlich nicht so rüber, weil man sieht da nicht diese schimmerigen Mosaikelemente. Also das ist wirklich toll. Und ich zeige euch jetzt immer die Vorderseite und die Rückseite. Eben jetzt hier mit den Kolibris. Auf der Rückseite ist dieses Muster. Das ist dann eher so wieder mit einem ruhigeren Muster, sage ich jetzt mal. Und die Vorderseite, da tut sich einiges. Und das ist echt toll mit diesem Mosaik. Also cool. Das ist die Rückseite dazu. Hier so kleine Mosaiks. Also das finde ich echt total schön, muss ich echt sagen. Mit den tollen Rosen als Mosaik. Auch wunderschön. Und Schmetterling dazwischen. Nochmal Kolibris. Oh, da habe ich jetzt was vertauscht, oder? Ah ja, okay. Also, das hier hat diese Rückseite auch eben nochmal Kolibris. Ohne diese Mosaik, sondern eher schlichter. Dann kommt die Mosaikseite, sieht so aus, mit so grünem Muster. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Also die schimmert komplett fast. Und da auf der Rückseite sind diese schönen Rosen und die Schmetterlinge. Ja, also diese haben wir schon gesehen. Und jetzt haben wir hier nochmal Rosen, diesmal mit Mosaik. Seht ihr das? Und auf der Rückseite wieder ganz schlicht. Und dann noch einmal dieses Muster. Das erinnert mich irgendwie so an Sauna. Und so ein schönes Dampfbad oder so. Und auf der Rückseite wieder ohne Mosaik, also ohne diesen Schimmereffekt, aber mit Mosaik. Genau. Also das sind so die, ich habe jetzt nicht mehr alles reingelegt, das hätte gar keinen Platz so richtig, aber das sind so die neuen Produkte, die ich euch schon mal zeigen kann. Und ich freue mich sehr auf den neuen Katalog. Ich habe schon einige Sachen entdeckt, die ich ganz gerne, wo ich schon viele Ideen dazu habe und wo ich gerne haben möchte natürlich. Und wo ich mir kaufen werde. Und ja, unter anderem die Magnolien, die finde ich total schön. Also da freue ich mich echt drauf. Genau. Wenn ihr den neuen Katalog haben möchtet, ich verschicke den dieses Jahr natürlich auch wieder kostenlos an meine Kunden. Und das machen wir aber dann extra. Also jetzt ist noch ziemlich früh. Der Katalog ist ja erst im Juni dann gültig. Und bis dahin mache ich auf jeden Fall nochmal eine Info für euch. Entweder auf meinem Blog oder auch im Video, dass ihr den dann bestellen könnt. Okay, ich habe jetzt wie gesagt die Sachen fertig gemacht und viele Sachen hatte ich ja nicht vorstempeln können und das habe ich jetzt einfach mit diesen beiden Stempelsets noch ergänzt und zwar so meine eigenen Karten daraus gemacht ein bisschen. Aber natürlich mich schon an den Sketch gehalten auf jeden Fall. Also hier sieht man, vielleicht tue ich das mal ein bisschen auf die Seite. Hier sieht man quasi den Sketch. Und das, was ich da draus gemacht habe, also es hält sich schon sehr dran. Ich habe eben einen anderen Spruch ein bisschen anders arrangiert auf dem, das Projekt ein bisschen anders arrangiert und genau. Hier habe ich das Briefkuvert, ein paar Teile eben auch nicht so oder einen anderen Spruch oder ein anderes Etikett, aber ich finde, es ist echt eine schöne Karte geworden, also die gefällt mir richtig gut. Ich finde den Leuchtturm sehr schön. Der Spruch ist auch einfach schön. Die kleinen Accessoires, die machen echt was her. Schön, finde ich toll. Dann habe ich aus dieser Karte ja auch etwas ganz anderes gemacht. Im Prinzip Carpe Diem, genieße den Augenblick, an jemand wunderbaren. Sehr schlicht, vielleicht kann man da ein paar Glitzis drauf machen, aber ich habe jetzt eben versucht, nur mit den Materialien zu arbeiten, die ich bekommen habe oder die ich eben nur mit neuen Materialien zu arbeiten. Diese Karte habt ihr schon gesehen. Sieht eben auch ein bisschen anders aus als der Sketch, nur den habe ich nicht mehr, weil sie nicht wieder hingekommen ist. Und hier, die Karte ist auch, finde ich, total schön geworden. Also das ist der Gedanke dazu und meine Variante ist ein bisschen anders aufgebaut und genau. Also hier seht ihr einfach schon viele neue Produkte und ja, ich habe schon ein paar Favoriten, muss ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, Restwochenende. Bis dann. Tschüss. Und schöne Ostern. Ah, wir sehen uns nochmal. Also, bis dann. Tschüss.